Ich kandidiere für den Deutschen Bundestag für die SPD. Wir wollen erreichen, dass wir starke Familien, starke Kinder haben, zum Beispiel mit der Kindergrundsicherung, mit Unterstützung von Familien, kostenfreie Bildung, von der Kita bis am Ende zum Master- oder Meisterbrief. Wir wollen zweitens einen Sozialstaat, der sich darum kümmert, dass die Menschen von ihrer Arbeit leben können, eine anständige Rente haben, wir eine Gesundheitsversorgung haben, wo man nicht krank wird, weil man arm ist oder arm wird, weil man krank ist, oder Mindestlohn mindestens 12 Euro beträgt und wo wir dafür sorgen, dass für die Menschen das, was sie brauchen, gute Pflege und all die Dinge auch da sind. Und wir wissen, dass Klimaschutz notwendig ist, aber da muss sozialverträglich gemacht werden. Das heißt nicht mit Preiserhöhungen und solchen Dingen, sondern so, dass auch Normalverdiener damit zurechtkommen. Die müssen ja auch ihre Wohnung bezahlen können und viele andere Dinge mehr und nicht einfach teures Benzin haben.